Moin Moin Schizos, endlich ist es wieder soweit, endlich geht's wieder los. Eine neue Ausgabe von Kochen à la Schizo geht an den Start, diesmal ja im Remi Demi Stream. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg, will ein bisschen was einkaufen dafür. Ich habe hier auch, ja, ich sehe aus wie Bauer Heinrich, ja, der gerade hier mit seinen schmuddeligen Freunde, ich will ein bisschen Pfandflaschen abgeben. Leute, na hoppala. Die ist mir runtergefallen, ne? Es ist jetzt keine, die ich finde und dann einfach mitnehmen würde. Ja, die habe ich jetzt gerade, in dem Moment habe ich sie gefunden. Nee, eben nicht. Ach, Mist. Naja, so, durch Pfandgeld kann man doch tatsächlich sein Leben finanzieren. Freunde, das ist doch herrlich. Ja, wir gehen jetzt einkaufen. Was habe ich mir überlegt heute für Kochen à la Schizo? Ich möchte heute etwas relativ Einfaches machen. Und das ist so ein bisschen der Clou dahinter. Wie kann man aus simplen Zutaten dann doch was Schönes zaubern? Die Kreativität macht das aus, Freunde. Die Kreativität. Und von der ich sehe auch aus hier wie der letzte Lugi, ne? Naja. Ist Herbst. Habt ihr das schon registriert? Sicherlich, ne? Ja. So schnell ist der Sommer dann auch wieder vorbei. Gefühlt war ich irgendwie zweimal im Wasser am Strand, ja. Kurz den Hodensack in kaltes Wasser getunkt. Und naja, was habe ich mir überlegt für heute zum Essen? Also relativ einfach gehalten. Und zwar, naja, machen wir es vielleicht so. Ihr seht jetzt, was ich einkaufe und dann könnt ihr euch ja überlegen, was das so werden soll. So machen wir es. So, und schon bin ich da. Freunde, also Plastikflaschen gehören definitiv in einen Leergutautomaten. Außerdem bekommt man Geld zurück. Wo sie nicht hingehören, ist in die Natur. Ja? Denn, oho, Achtung, richtig krasse Info. Unser Planet ist tatsächlich mit mehr Wasser bedeckt als mit Land. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass solch ein Müll dann irgendwann in den Ozeanen landen. Und was dann passiert, das wissen wir. Das haben wir schon in Nachrichten und Dokus gesehen. Es landet unter anderem im Magen von zum Beispiel Walen, ja, oder Kleintiere verfangen sich darin, verletzen sich daran, wie auch immer. Ja, das nur mal als kleiner ernster Beitrag hier beim Remi Demi Stream, ne, Freunde. So, was könnte da für eine Summe rauskommen? Also jetzt sind wir hier schon bei 3,40 Euro. Es ist der Hammer. Ein paar Dosen kommen noch. Lasst euch überraschen. Wie viel Geld ist zusammengekommen? 5,68 Euro. Ja. Wahnsinn, also da muss ich sagen. Das geht aber jetzt auf den Nacken meinerseits für die Katzen. Ja. Freunde, 5 Katzen im Haushalt. Ah, komm, so. Kitte, Kat, Jagdschmaus. Das sind noch nicht die Zutaten für Kochen, oder Schizo? Aber auch das muss im Haushalt sein, ne? Nützt nichts. So, weiter geht's. Was ich auch gerne natürlich trinke, aber das wissen die meisten ja schon von euch, ist hier tatsächlich Rockstar Energy. So, muss auch da sein. Ich nehme mal Paradiescreme mit, ja? Ist jetzt keine Werbung, aber es ist halt wie es ist, ne? So, Vanillegeschmack, 2 Tüten. Dafür brauche ich noch auf jeden Fall Milch und dann eben noch so ein paar andere Sachen. Also ihr merkt schon, es wird eine Nachspeise im Spiel sein. Und für das eigentliche Gericht brauche ich auf jeden Fall Würstchen. So, und dann gucke ich hier gerade, die Auswahl ist ja groß. Aber ich hole mir tatsächlich frische Würstchen vom Fleischertresen, denn ich weiß, dass die richtig lecker schmecken. Und davon werde ich mir jetzt mal, sagen wir mal, 3 Stück holen. Jetzt habe ich mir schon mal Cheddar Schablettenkäse geholt, ja. Den brauchen wir nämlich auch. Ja, jetzt denkt euch, hä? Soll etwa Käse mit in den Vanillepudding? Schauen wir mal. So, jetzt brauche ich noch Blätterteig. Dann nehme ich hier einfach mal tiefgefrorenen Blätterteig. Kommen wir nochmal zur Nachspeise. Da brauchen wir auf jeden Fall irgendwie so eine Schokopraline. Ja?
nicht Praline, Riegel, irgendwie sowas. Es könnte jetzt Duplo sein, es könnten hier solche Crispy Rolls sein, es könnte auch KitKat sein, ne? KitKat hier. Das kann alles Mögliche sein. Ja, wofür entscheide ich mich? Werdet ihr gleich in der Küche sehen. So, ich bin jetzt fertig, bin jetzt wieder raus. Ich habe mir noch eine kleine Flasche Tomatenketchup dazu geholt. Ja, an die Milch habe ich selbstverständlich auch gedacht. Ich habe jetzt alles komplett und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und dann verrate ich euch auch, wie viel Geld ich nun ausgegeben habe. Bis gleich. So, nun bin ich zu Hause angekommen. Es geht also los hier mit dem zweiten Part. Jetzt geht's ans Kochen. So, hier habe ich nochmal alle Zutaten hingelegt und wir liegen jetzt hier bei einem Preis von, 17,98 €. Ne? Wenn man mal die Rockstars abzieht, die Tragetasche abzieht, den Pfand jetzt nicht mit einrechnet, runden wir das jetzt einfach mal auf 20 € grob. Denn die Streusel hatte ich noch. Die habe ich jetzt hier nicht dazu gekauft. Hier sind noch Schokostreusel. Genau, die hatte ich noch da. So, was habe ich nun eigentlich vor zu kochen? Also, es ist ein sehr einfaches Gericht. Ich habe mir für heute überlegt, ich möchte gerne im Blätterteig Würstchen mit dem Cheddar-Käse. So, das werden jetzt vielleicht einige eklig finden und sagen, oh, was ist das denn? Würstchen im Blätterteig mit Käse. Freunde, mal abgesehen davon, dass ich gerade extremst überbelichtet bin. Das schmeckt richtig gut. Ist sehr einfach, das Gericht. Wir werden es jetzt machen. Und dann machen wir uns anschließend an die Nachspeise. Wir müssen erst einmal den Blätterteig irgendwie ein bisschen weich bekommen, denn ihr erinnert euch gerade beim Einkaufen, es war ja TK-Blätterteig. Der ist jetzt natürlich steinhart, da kannst du nichts einrollen. So, wenn ihr einen Toaster zu Hause habt, tatsächlich habe ich keinen Toaster, ja, Schande. Wenn ihr einen Toaster zu Hause habt, dann gibt es bei den meisten Toastern, kannst du so zwei, wie soll man das nennen, das sind so zwei so Eisenträger, die kann man hochklappen. Die liegen umrandet auf den Einschub-Dingern, wo die Toasts reinkommen. Drumherum sind so Eisenklammern und die kann man meistens seitlich mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Druckbewegung, Schiebebewegung, kann man die hochklappen. Wofür sind die eigentlich? Ja, zum Beispiel für Brötchen. Und da kann man wunderbar eben auch diesen Blätterteig draufpacken. Also, wie sieht der Blätterteig jetzt aus, wenn ich ihn mal raushole? So, so sieht er jetzt aus. Ja. So, und der ist jetzt schon leicht angetaut. Man könnte ihn jetzt schon ein bisschen bewegen, aber das reicht noch nicht aus, um wirklich die Wurst und den Käse da ordentlich einzuwickeln. So, also wie gesagt, könnte man jetzt auf den Toaster legen, da muss man aber gut aufpassen, denn Blätterteig besteht ja aus sehr viel Fett. Ja, das ist nun mal so. Der ist ja geschichtet, deswegen auch Blätterteig. Der ist geschichtet, immer ein bisschen Teig, Fett, Teig, Fett, Teig, Fett. Und dadurch wird er nachher so schön blätterig. Und blätterig gibt's nicht. Blättrig, ja, Freunde, blättrig, nicht blätterig. Hm. So, da muss man aufpassen, weil wenn man das dann auf den Toaster legt und irgendwie zu lange da liegen lässt, dann erstens klappt er runter, der wird ja dann auch so ganz zietig, wie flüssiger Käse schon fast, und tropft dann da rein in den Toaster und so. Also der soll auch nur leicht angetaut werden. Machst du von der Seite ganz kurz, drehst um, denk daran, der Toaster wird im Laufe des Toastprozesses immer heißer. Also die zweite Seite braucht dann nicht mehr so lange wie die erste Seite. So, wie machen wir das jetzt ohne Toaster? Wer eine Mikrowelle hat, der packt es kurz in die Mikrowelle. Oder man könnte es kurz im Backofen anwärmen, der eh an muss, weil wir das Ganze anschließend im Backofen reintun müssen. So. Und so mache ich das jetzt auch. Ich mache mal hier den Backofen an. Ja. So. Umluft 150 Grad. Und ja, die Katzen kommen auch schon. Da möchtest du am liebsten was abhaben, ne, Spatz? Ja. Dann würde ich mir die Süße abhaben, ne? Dann liebst du mir die Süße abhaben, ne? Ja. Ne, gibt's aber nichts. So. Und
Dann packen wir gleich den Blätterteig in den Backofen. Der wird jetzt schon mal ein bisschen warm. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal hier ein schönes Holzbrett. Großes, wo ich das alles gleich schön drauf machen kann. So. Haben wir schon mal. Gut, dann packe ich das jetzt in den Backofen. Wie gesagt, nur ganz kurz, es soll nur leicht antauen. So, 2 Minuten sind ungefähr um. Wir schauen mal in den Backofen. Das Brett mal wieder raus. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt ist er genau so, wie ich ihn brauche. Ne? Ihr seht es jetzt hier. Kannst du biegen, kannst du perfekt mitarbeiten. Super. So, als allererstes nehmen wir Käse. So, ich habe Cheddar-Käse gewählt. Ihr könnt auch Gouda-Käse nehmen. Ihr könnt was weiß ich was nehmen. Das könnt ihr ganz nach eurem Geschmack machen. Ich mag gerne mit Cheddar arbeiten, Cheddar essen, wenn es um Auflauf geht oder sonst was. Wenn es um Schmelzen geht, Pizza und so. Ich liebe Cheddar. So, dann nehmen wir hier mal 2 Scheiben. So. Lassen an der Seite noch Rand vom Teig, damit wir das nachher auch schön verschließen können. So, jetzt nehmen wir die Wurst. Ich lasse die jetzt im Ganzen. Pack die, ja, nicht mittig, sondern hier. Nehme jetzt den Teig. So. Den kannst du jetzt auch ein bisschen ziehen. Man darf den jetzt aber nicht irgendwie kneten oder so, weil sonst wird er nachher nicht mehr blättrig. So. Dann drehen wir das jetzt langsam ein. Schön stramm alles. So. Eine Umdrehung, dann schließt das. Und damit wir das jetzt wirklich schön zukriegen, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar nehmen wir uns eine Gabel, ja, eine Gabel, und machen jetzt Folgendes. Wir ziehen das genau da, wo die beiden Teigstellen sich überlappen, ziehen wir jetzt mit ein bisschen Druck die Gabel so rüber und dann wie so ein Reißverschluss so ein bisschen verschmelzen sich die 2 Teigebenen so ein bisschen. Ohne dass es jetzt wirklich irgendwie zusammengeknetet ist oder so. Und genau auf diese Stelle legen wir das aber auch nachher in den Backofen, damit die Stelle unten ist und nicht nach oben aufblättert und dann platzt nachher hier alles auf. So, jetzt könnten wir das ja an der Seite noch ein bisschen andrücken, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass da nachher auch ein bisschen Käse auslaufen wird im Backofen, das ist so. So, wer sagt, man möchte jetzt nicht am Ende, dass die Wurst da noch rausguckt, man will das am Ende auch schön verschließen. Gut, wenn die Wurst zu lang ist, dann muss man sie halt einkürzen. Ich lasse das jetzt so. So, das mache ich jetzt auch nochmal hier mit. Genau dasselbe wie gerade eben. Dann wird das hier wieder miteinander verstrichen. So, zack. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch noch mit der dritten Wurst. Und nun kommt das Ganze in den Backofen. Mittlere Schiene. Mit Backpapier natürlich. Und dann legen wir es, wie gesagt, auf die Stelle, wo sich die 2 Blätterteigkanten miteinander verbinden, damit es dort an der Stelle nicht aufplatzt. Okay, jetzt gucke ich noch mal eben, was denn hier draufsteht, wie lange der Blätterteig braucht im Backofen. Ungefüllt ca. 12 Minuten, gefüllt ca. 20 Minuten. Okay. Ja, nun sind die auch schon leicht angetaut. Insofern denke ich mal, wird das noch mal schneller gehen. Ich würde sagen, wir schauen einfach immer wieder zwischendurch, wie der Zustand des Ganzen ist. So. So, nun kommen wir zum dritten Part, während wir darauf warten, dass die Würstchen im Schlafrock, ich habe das jetzt hier hinten auch nochmal an die Tafel geschrieben, da war ja zuletzt noch die Pizza drauf. Das war tatsächlich die letzte Ausgabe vom Kochen à la Schizo. Und heute gibt es also Würstchen im Schlafrock und dazu eine Nachspeise. Und um die wollen wir uns jetzt in diesem Teil kümmern. Und ihr habt ja schon gesehen, ich hatte die Paradiescreme gekauft, ja, kann man jegliche Puddingsorte nehmen, wie man möchte. Wer will, kann auch schon direkt fertigen Pudding aus dem Kühlregal nehmen, wie man möchte. Dazu brauche ich natürlich Milch. Und ja, wofür habe ich mich jetzt eigentlich entschieden? Man kann als Praline, ja, weil wir wollen das ja noch ein bisschen verschönern, ein bisschen dekorieren, ein bisschen schmackhafter machen, kann man natürlich verschiedene Pralinen bzw. Riegel nehmen. Es könnte Duplo sein, es könnte aber auch Kinderriegel sein, es könnten Crispy Rolls sein, es könnte KitKat sein, ach, was weiß ich nicht alles, ne? Oder an der Kasse gibt es auch immer jetzt auch von Nutella
Gibt es doch auch solche Riegel, also solche Waffelteile mit Nutella gefüllt. Also, da kann man, wie man mag, nehmen, was man möchte. Ich habe mich jetzt tatsächlich für Milka Crispy Rolls entschieden. Hattet ihr auch schon, wer aufgepasst hat, zu Anfang gesehen auf dem Kassenbeleg. Ich habe jetzt zweimal dieses Pulver und da braucht man pro Tüte 300 Milliliter mal 2 macht 600. Ja. Hm, viel, viel kosten, ne? Nee, habe ich vorher schon mit dem Taschenrechner ausgerechnet. So, 600, dann mache ich das mal. Zack. So, genau 600. Wenn man ein bisschen weniger nimmt als 600, dann wird es ein bisschen cremiger, wer das nicht so flüssig mag. Bisschen weniger Milch und schon ist das Ganze cremiger. So, ich habe jetzt allerdings genau 600 genommen. Eine schöne hohe Rührschüssel, damit das gleich nicht alles überschwappt. Wer da jetzt eine kleine Schüssel nimmt, der wird sehen, was er davon hat. So, dann mache ich das immer ganz gerne, dass ich vorab schon mir die Tüten öffne. Genauso, wenn ich mit Fixprodukten koche, immer vorher schon die Tüten öffnen, damit man beim Kochen einfach nur noch reinschütten muss. Das gleiche jetzt auch hier. Das mache ich übrigens auch immer. Das ist so eine kleine Macke von mir, auch bei den Fixtüten. Ich schnipp's oben immer noch mal gegen, bevor ich es öffne, damit wirklich so die letzten Pulverreste, die oben sich gesammelt haben, runterfallen und nicht gleich, wenn man es aufmacht, kommt der Scheiß raus und dann haben wir den Salat. Schizo ist nicht immer nur dumm. Mama, weißt du Bescheid, ne? So. Oh, das riecht schon so lecker. Nicht vergessen, nach dem Würstchen im Schlafrock zu gucken. Ja, tut sich langsam was. Zeige ich euch gleich, wenn ich den Pudding mal hier durchgemixt habe. So, das Ganze machen wir natürlich mit einem Mixer. Ich denke mal, mit einem Rührstab wäre das dann doch ein bisschen zu aufwendig. Ja, wenn wir jetzt hier den nehmen würden, ich glaube, das wird nichts. Ja, wollte ich nur noch mal gesagt haben, Nick, damit du Bescheid weißt. So, gut, dann wollen wir mal loslegen hier. So, Strom. Woher krieg ich Strom? Oh, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Muss ich mal vom Kühlschrank hier eben Strom klauen. So. Ja. Dann mal gucken, wie weit ich hiermit komme. Ja, doch, das reicht. So. Gut, dann fangen wir an. Am Anfang natürlich auf niedriger Stufe, damit das sich erstmal ein bisschen verteilt und hier nicht gleich alles rumspritzt wie Sau. Letzten Endes lässt es sich nicht vermeiden. Ein paar Spritzer gehen immer daneben. Ich weiß, wovon ich rede. So. So, jetzt haben wir das so leicht angemixt, ne? Jetzt ist das schon ein bisschen cremiger, ein bisschen fester und jetzt ungefähr 3 Minuten auf vollster Stufe. Was ich mir jetzt noch gerade spontan überlegt habe, ich habe hier zu Hause nicht nur die Schokostreusel, sondern ich habe hier auch solche Schokoraspeln. Ja, das sind so blättrige Schokoflocken quasi. Und davon kann ich jetzt direkt in dem Pudding schon was beim Mixen machen. Dann verteilt sich das im Pudding. Ist also nicht nur anschließend dann zum Garnieren oben drauf, sondern dann haben wir Vanillepudding mit Schokoflocken drin. So. We'll be right back.
sollte es gewesen sein. Jetzt schauen wir aber erst einmal nach den Bürsten, ja? Wie weit sind die denn? Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich würde sagen, die können noch ein bisschen, bis sie ganz leicht braun umwerden. Brauchen also noch einen kleinen Moment. Gut, dann können wir ja weitermachen mit dem Pudding. Wir füllen die nun in Gläser und dann garnieren wir das Ganze. So, dann einen Esslöffel. Und dann hauen wir jetzt mal überall hier gleichmäßig so ein paar Löffelchen rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann können wir das so ein bisschen rütteln. Dann verteilt sich das noch und wird ein bisschen glatter an der Oberfläche. Da sind sogar schon zwei Stück in einer Packung drin. Die stecken wir jetzt hier so schon rein. So. Das machen wir beim anderen natürlich auch. So. Wunderbar. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir in die Mitte nochmal so einen kleinen Maß. Guck mal, das passt auch perfekt. So einen kleinen Maß-Drop hier oder wie die heißen. Bits. So, guck mal, zack, so, einfach nochmal fürs Auge so ein bisschen. So, und dann haben wir hier einen richtig schönen Nachtisch, schöne leckere Nachspeise und die schmeckt am besten, wenn man sie jetzt nochmal in den Kühlschrank stellt, damit sie nochmal ein bisschen fester wird durch die Kälte. Und ich denke mal, wenn ich jetzt so schaue, ja, jetzt geht der Blätterteig gerade schön auf, perfekt, dann ist es jetzt Zeit, die Würstchen im Schlafrock zu probieren. So, das sind jetzt die Würstchen im Schlafrock. Ich habe jetzt mal erstmal nur zwei rausgeholt. Und nun schneiden wir das Ganze mal an. Mhm. So sieht das jetzt von innen aus. Der Käse schön drumherum ummantelt. Die Wurst. Der Blätterteig. Wie gesagt, kann man auch noch länger machen. Ne? Der ist jetzt noch recht hell. Wer das echt ein bisschen bräuner haben möchte, lässt das Ganze noch ein bisschen länger. Und wie gesagt, man kann dazu auch sich noch einen Klecks Ketchup dazu machen. So einen kleinen Spritzer hier. Tomatenketchup, wer möchte. So, jetzt probiere ich das Ganze natürlich auch. So. Es ist jetzt noch, ja, es wird scheiße heiß sein. Lasst euch da wirklich gewarnt sein. Schneidet das ruhig vorher schon mal an und dann lasst es noch mal ein bisschen abkühlen, weil gerade die Wurst wird extremst heiß sein, dann verbrennt ihr euch sonst euren Mund. So. Und nun, ja, bin ich gespannt. Ich werde mir den Mund jetzt verbrennen, weil ich es gerade rausgeholt habe. Aber gut, ne? No risk, no fun. Ne? Das seht ihr dann wieder im nächsten Remy Demi Stream. So, los geht's. Hm, schon ewig nicht mehr gegessen. Ewig nicht mehr. Habe ich mir früher öfter gemacht tatsächlich, aber da habe ich auch mehr selbstgemachte Schokokroissants gegessen. Ich bin schon ewig. Lecker. Lecker, 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 lecker. Oh, heiß. Oh. Hm. Hm. Also sehr, sehr lecker. Muss aber echt noch ein bisschen abkühlen, damit man das schön so essen kann. So, das Ganze natürlich schön hier lecker mit dem Vanillepudding angerichtet, dann als Nachspeise. Das war endlich mal wieder kochen à la Schizo, jetzt halt in anderer Form, in geschnittener, vorgedrehter Version im Remy Demi Stream. Aber ich denke, genauso lehrreich, unterhaltsam und geschmackvoll. Ne? So,
Den Pudding werde ich jetzt nicht probieren, denn das mache ich jetzt direkt live im Studio. Also zurück zu mir selbst.